Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer neuen Ausgabe. Der Gothic 1 Definitive Edition in der Alpha 2.0.2. Und in der heutigen Folge werden wir zunächst, ein bisschen durch den Wald hier streifen. Mal schauen, was wir so an Scavengern und Mallrats jagen können. Oh, guck mal, da drüben haben wir ein Jägerlager. Welches aber von Wölfen anscheinend besetzt ist. Das ist ja interessant. Das sind ganz schön viele Wölfe, die schaffe ich nicht. Interessant, sehr interessant. Ich sehe da eine Kiste. Und natürlich die ganzen Scavenger, die ich looten kann. Aber davon halte ich mich jetzt erstmal fern. Ein Wolf ist okay, zwei Wölfe schaffe ich mit Glück. Drei sind jetzt im Moment einfach noch nicht possible. Daher halte ich mich jetzt erstmal an die Scavenger. Ich brauche, noch knapp 4000 Erfahrungspunkte für das nächste Level ab. Ich erinnere mich, ich wollte, glaube ich, erstmal auf Schlösserknacken Stufe 2 gehen. Und dann auf, und dann nochmal 10 auf Geschickt ballern, damit mir die Dietriche nicht so oft abbrechen. Genau, und dann wollte ich nochmal eine Diebestour machen durch das alte Lager. Das alte Lager. Klappt das eigentlich mit dem Schnellspeichern und Schnellladen? Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, klappt anscheinend ganz gut. Ich traue der ganzen Sache trotzdem nicht. Aber ansonsten stehen wir jetzt schon an der Schwelle zur Aufnahme als Schatten. Muss man ja ganz klar so sagen. Sehr viel bedarf es da ja nicht mehr. Wir haben jetzt eigentlich questmäßig alles schon erledigt, was wir jetzt erledigen konnten, irgendwie. Also wenn ich mal einen Blick reinwerfe. Besondere Snapperkrallen. Diesmal soll ich um einen besonderen Snapper suchen. Es geht dabei aber nicht um einen einfachen Snapper, sondern eine wirklich mächtige Bestie. Vielleicht sollte ich mal ein paar Snapper-Rudel aufsuchen. Da fällt mir jetzt auf Anhieb erstmal die Trollschlucht ein. Der Kurier. Da muss ich, glaube ich, mit Quentin quatschen. Das könnten wir eigentlich nochmal probieren. Wir könnten nochmal, bevor wir ins alte Lager gehen, versuchen, nochmal zu Quentin zu gehen, ins Räuberlager. Vielleicht greifen die uns ja gar nicht an. Vielleicht empfangen die uns sogar. Vielleicht gibt es da sogar Quests. Das sollte ich nochmal angehen, bevor ich ins alte Lager zurückgehe. Aber erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Looten Zeug. Töten fiese, miese Scavenger. Da hinten ist ein Friedhof. Gut. Da könnte es was zu looten geben. Probieren wir's. Schaue ich mich mal dort um. Ich sehe da auf jeden Fall zwei Untote. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt schon schaffen werde. Vielleicht kann ich die Zäune zu meinem Vorteil nutzen. Well, dann nicht. Lassen wir das. Hätte ja sein können, dass das was bringt, aber das kann ich jetzt erstmal vergessen. Vielleicht gibt es ja auch Verstecke. Keine Pflanzen, gar nichts. Auch seltsam, dass hier kein Fokus ist, ne? Meine Nyras findet ja den Fokus hier. Aber es ist schon strange, wieso er jetzt nicht hier ist. Habt ihr eine Theorie dazu? Ballert sie gerne in die Kommentare. Tja. Hier haben wir noch eine schöne Sicht aufs Sumpflager. Aber ansonsten scheint es hier nicht sehr viel zu geben.
So. Übrigens fand ich voll cool, als ich vor einigen Folgen, ich glaube, das war die Folge mit der alten Mine, da habe ich ja erzählt, dass ich jetzt wieder mit Joggen angefangen habe und dass ich so ein paar Schmerzen mit den Schienbeinen hatte, quasi. Ich habe mir die Szene jetzt nicht nochmal angeguckt, was ich da genau erzählt habe, aber ich muss wohl irgendwie sowas gesagt haben. Und daraufhin haben sich wirklich ein paar Leute gemeldet bei mir über Instagram und Discord und haben mir dann so ihre Erfahrungen dann auch damit geschildert und Tipps gegeben. Fand ich total cool, also nochmal danke an alle. Ja, jeder, der das gemacht hat, darf sich jetzt angesprochen fühlen, das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Mittlerweile ist es aber auch wieder so, dass ich ja mittlerweile keine Probleme mehr habe. Also ich bin jetzt seit über einer Woche wieder, oder seit fast zwei Wochen eigentlich jetzt wieder, eigentlich jeden dritten Abend mache ich eine Pause, ansonsten bin ich jeden Abend so viertelhalbes Stündchen immer mal eine Runde drehen. Und ich steigere die Intensität auch nur langsam. Und das ist jetzt mittlerweile komplett weg. Also ich habe jetzt aktuell gar keine Schmerzen mehr in den Schienbeinen. Das einzige oder das höchste der Gefühle, woran ich jetzt noch ein bisschen hadere, ist halt ne, Kondition. Aber dafür gehe ich ja. Ich will meine Kondition ja wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Und aber ich wärme mich ja vorher auch auf mit Dehnübungen und ein bisschen Seilspringen und so. Und das ist jetzt, wie gesagt, komplett weg. Also auch ohne medikamentösen Einfluss oder sonst was. Ich war jetzt halt ein ganzes Jahr nicht mehr gewesen. Na, das war schon verständlich, dass der Körper sich da erstmal dran gewöhnen muss. So, da oben ist ein Nest. Da können wir auf jeden Fall was looten. Ein rostiges Schwert. Ah, hier ist leider Mist, eine große Kiste. Wie soll ich denn da hochkommen? Also da hochkommen? Achso, hier. Ah! Hä? Wie soll ich denn da hochkommen zu diesem Nest dort? Nee, hier kann ich auch nicht dran springen. Nee, geht gar nichts. Oh! Geh einfach wieder weg, ne? Tschüss! Jetzt mal ohne Spaß, wie soll ich da hochkommen? Ach, von außen vielleicht. Ja, da außen ist so ein Brett, ne? Ich bin ja schon gerade ziemlich risky hier unterwegs, ne? Funktioniert hier irgendwie nicht. Klappt nicht. Tja, weiß nicht, wie ich jetzt hier hochkommen soll. Kann ich die Kiste als... Nee. Okay, wie man da hochkommen soll, weiß ich jetzt gerade nicht. Wie ich an das Nest da dran... Oh, okay, warte mal, vielleicht so. Kann ich hier an der Innenseite einfach hochlaufen? Achso, ja, okay. Na gut, dann geht das natürlich einfach. Oh! Oh Gott. Jetzt habe ich fast ein bisschen zu weit. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. 300 geile Erfahrungspunkte, Leute. 300 geile Erfahrungspunkte. Das war schon allein für die Erfahrungspunkte war es das wert, hier hochzukommen. Denn ich brauche jetzt jeden einzelnen Punkt, den ich kriegen kann. Fürs nächste Level up. So, ich finde das auch cool. Die Warane lassen mich hier... Lass mich hier das mein Ding machen, ich lasse die in Ruhe. Das nenne ich friedliche Koexistenz, so. So, hier ist leider gar nichts. Aber wie dieser fahle Lichtstrahl hier in dieses Wrack reinfällt, das ist einfach nur awesome. So, ich glaube, ich weiß, wie ich hier wieder hochkomme. So. So, sehr schön. Klappt. Hier ist aber leider nichts mehr. Anscheinend. Offensichtlich. Schade. Okay, gut. Aber wir haben das Versteck gefunden. 300 Erfahrungspunkte bekommen. Da liegt noch was, sehe ich gerade. Aber jetzt ist da so ein Varan.
Ich glaube, da liegt ein Beutel mit Erz. Hier direkt vor uns. Geh da mal weg. Ist nicht nett, wenn du da bist. Da bist du, hasta la vista. Ja, ein Bier. Ach nee, ist nur eine Flasche Wein. Na gut. Ich dachte, es wäre ein Beutel Erz, aber was soll's. Boah, das sieht so massiv geil aus, oder? Alter Schwede, sieht das awesome aus. Mega nice. Hammer geil. Jetzt im Wir zocken uns noch Projekt, was ja parallel noch läuft. Da gab es auch einige Stellen, wo ich einfach das so abgefeiert habe, wie geil das dort aussieht so. Und ich da aus dem Schwärmen auch teilweise gar nicht mehr rauskomme. Und dann gucke ich mir so Jorgensons Videos an und Jorgen so, ja, ist ja ganz schön hier, ne? Und ich so, boah, mindblowing, wie schön das hier ist, wie krass das hier aussieht, heftig, wie geil das ist. Und Jorgen so, ja, ist nett. So, als ob den das gar nicht so mehr richtig begeistert, so. Bin ich immer total fasziniert. So. Jetzt bin ich aber an ein paar Mallrats vorbei, das darf natürlich nicht sein. Ah, Wölfe in der Anzahl mache ich jetzt mal noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen was an XP. So. Warane. Warane sind auch noch so ein Ding. Warane kann ich holen. Oh, das sind zwei Snapper, die schaffe ich nicht. Von denen sollte ich mich fernhalten. Aber ich glaube wirklich, dass es eine gute Idee ist, jetzt mal zum Quentin rüber zu gehen. Und mal schauen, ob die mich angreifen. An den Snappern könnte ich mit ein bisschen Glück vorbeikommen. Blutfliegen da unten, da bin ich mir auch noch ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob ich die jetzt angehen soll. Also einzeln schaffe ich die ja easy. Zwei könnte ich auch noch schaffen. Gleichzeitig, aber drei. Boah. Und dann die Wölfe, die machen es mir jetzt auch nicht einfacher, ehrlich gesagt. Okay, aber wenn einer erstmal aufmerksam wird, ist super. Müssen die Wölfe, die jagen die Scavengers schlecht. Ich habe ja notfalls jetzt noch ein bisschen Magie über, ne? Ist so Feuerbälle und so ein Zeugs. Hä? Was ist denn mit diesem Wolf? Okay, der will's wissen. Den hatte ich jetzt ehrlich nicht auf dem Schirm. Die Blutfliege hier unten hat aber offensichtlich Schwierigkeiten, an mich heranzukommen. Okay, dann mache ich's da einfacher. Jetzt ist sie da oben. Ist das jetzt ein Witz? Wie sind die jetzt da hochgekommen? Okay, in diesem Fall. Brot bringt relativ viel Lebensenergie zurück, sehe ich gerade. Interessant. Bringt 70 Erfahrungspunkte. Das sollte man nicht unterschätzen. Ah, jetzt ist dann die nächste unter der Brücke, okay. Sehr schön, das läuft eigentlich ganz gut. Ah, die hängt da jetzt total fest, ne? Okay, habe ich eine alternative Lösung für dieses Problem parat? Nein, es fehlt zwei Geschicklichkeit. Ah, den kann ich tragen. Mich verarschen. Ah, jetzt. Oh, bruh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ausgestiegen. Ein geschicktes Manöver.
hat mich dazu gezwungen, in die Defensive zu gehen. So, Eispfeile habe ich mir gekauft hier. Die machen 40 Schaden. Holy moly. 40 Schaden, das ist schon ordentlich. Vielleicht kann ich es doch mit den Snappern da vorne aufnehmen, mit den Zweien. Wobei, nee, das glaube ich eigentlich nicht. So, ich habe jetzt hier noch Scavenger gesehen. Die hole ich mir auf jeden Fall. So, wir brauchen nur noch knapp 2500, 2600 Erfahrungspunkte. Geht ja jetzt doch relativ flott, hätte ich nicht gedacht. So ein Feuerball kann ich immer noch notfalls raushauen. Aber nicht für eine Blutfliege. Die ist jetzt alleine, die schaffe ich jetzt auch so alleine. Nur die Wölfe, die noch in der Gegend sind, machen mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. So, jetzt brauchen wir noch knapp 2500. Oh, guck mal. Hier liegen geile Spruchrollen. Sehr schön. Heilung und Kettenblitz. Nice. Pfeil und Langbogen. Die Sicht ist gerade wirklich sehr, sehr eingeschränkt hier. Aber jetzt frage ich mich, wie der Kettenblitz funktioniert. Den hebe ich mal lieber auf, das scheint ein wirklich mächtiger Zauber zu sein. Feuerschaden, okay, den kann ich eh nicht nutzen. Aber gut, ich könnte immerhin, wie gesagt, zwei Eispfeile raushauen. Das wäre... Orkhunde. Vielleicht schaffe ich einen Orkhund. Der würde mir viele Erfahrungspunkte bringen. Aber es sind halt zwei, ne? Die schaffe ich auf gar keinen Fall, Mann. Die werden mich auf jeden Fall töten. Ich weiß nicht, was ich tue. Ah. Ja, es war klar, dass das passiert. Nee, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich sollte Magie oder diese Art von Magie halt wirklich gegen die Wölfe einsetzen, gegen die normalen Wölfe. Damit komme ich, glaube ich, weiter. Die Orkhunde anzugreifen. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich was bringen würde. Oh Gott, da kommen sie alle. Oh, holy moly. Warte mal, wo ist denn jetzt... Scheiße. Ey, drei sind zu viel. Auf gar keinen Fall. Zwei, okay. Aber nicht drei. Achso, warte mal, ich habe doch hier schnell gespeichert, ne? Macht der Gewohnheit. Achso. Nee, komm. Lass mal bleiben. Lass mal bleiben. Weiß nicht, wie viele Wölfe sind hier? Ich sehe jetzt da erstmal nur einen. Zieh doch dein Schwert, du Idiot. Okay, schnell weg hier. Und tschüss. Okay, naja, einen habe ich mir da zumindest geholt. Habe ich Mana konsumiert, na toll. Na gut. Das war okay, aber... Ich habe immerhin den Loot von dort abgegriffen, das reicht mir als Erfolg. Mehr ist, glaube ich, auch einfach gerade nicht drin. Also ich kann den Bogen ganz gut zum Scouten nehmen. Oh je, da haben wir wieder Wölfe. Blutfliegen, da traue ich mich eher mal ran. What the fuck? Oh, what the fuck?
Henry, hilf mir. Das war verdammt knapp. Das war richtig knapp. Ein Stich und das wär's mit mir gewesen. Holy moly. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Wie viel brauchen wir noch? Knapp 2000 noch. Zum nächsten Level up. So, da haben wir einen Wolf. Aber das ist jetzt die Frage, ist der alleine? Nee, natürlich ist er nicht alleine. Und natürlich wird er auch nicht alleine angreifen. Aber interessant, andere Wölfe halten inne. Zumindest für einen kurzen Zeitpunkt. Wenn ihre Companions da drauf gehen. Interessant zu wissen. Sehr gut zu wissen. Jetzt habe ich den Schinken doch gegessen, ich Trottel. Bei Schinken, das klingt immer so, könnte ein Questgegenstand sein. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwelche Sachen nicht konsumieren wollt? Und gerade hier, wo wir eine Mod spielen, wo ich nicht weiß, ob es die Quest nochmal gibt. Ja, bring mir 5 Schinken. Ja? War wie diese Marvin-Quest mit dem, bring mir hier, you know what I mean. Okay, das sind jetzt aber einige Wölfe da. Nee, dafür werde ich den Feuerball ganz bestimmt nicht opfern. Der Feuerball, mit ein bisschen Glück, kann ich mit dem einen Schattenläufer töten. Das ist eine Macht, die ich jetzt noch nicht so leichtfertig bei dem Wolf aufopfern sollte. Schon, bleib stehen. Das da drüben ist doch ein anderes Rudel, oder nicht? Guck mal, da sind erstmal ein paar Mallrats. Hol ich mir erstmal die. Okay, es war nur einer, aber was soll's. Einer ist besser als keiner. Die Wölfe sind jetzt hab ich ein neues Spiel gestartet. Jetzt hab ich ein neues Spiel gestartet, oder was? Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. So, nach diesem kurzen Intermezzo. Neue Taktik. Ich muss überlegen, ob ich die Wölfe irgendwie versuche einzeln rauszupicken. Und das, also kann ja sein, dass die nicht in einem gemeinsamen Rudel unterwegs sind, sondern einzeln vielleicht. Deshalb so weit verbreitet sind. Das könnte ja durchaus sein, dass die jetzt nicht alle 5 irgendwie auf mich losgehen. Wenn das nur 3 sind, könnte es funktionieren. Ja. Ansonsten muss ich mal schauen, wie ich das regel. Die 3 dort werden auf jeden Fall. Okay, es sind alle 5, Fleck mir im Arsch. Falle! Aha, und die anderen? Ja, das war natürlich geplant. Die haben den Kadaver da jetzt entdeckt. Und nagen sich lieber an dem. Das war total geplant, wirklich. Mega. Krass. Aber es sind jetzt trotzdem 4 Wölfe da. Ist schlecht. Sehr schlecht. Na komm her. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Ich pick die da einfach einzeln an und lock die damit raus aus diesem Rudel und dann erschießt. Also. Das ist doch optimal, dafür kann ich sogar den Bogen nutzen. Wenn so ein Smarter ist. Genial. Ich bin ein Leonardo da Vinci der Kampfkunst und der Taktik. Ich male mit dem Schwert und mit meinem Gehirn. Genial. Super. Sehr schön. Vor allem 5 Wölfe, das sind jetzt einfach mal 450 Erfahrungspunkte gewesen. Einfach so. Genial.
Also man merke, man muss einfach nur einen Köder platzieren. Das ist auch eine gute Sache fürs Remake, glaube ich. Dass man so größere Wolfsgruppen dann oder Snappergruppen oder so einfach auseinanderreißen kann, indem man einfach einen Köder platziert. Das wäre eigentlich, da könnte man super taktisch jagen gehen und so Sachen. Also das wäre, glaube ich, echt gut. Sehr nice. Wir könnten es, ja, noch 1500 knapp, 1600 knapp noch. Dann haben wir das nächste Level up. Ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt noch bis zu meinem nächsten Besuch im alten Lager schaffen können. Wir sind ja auf jeden Fall noch ein paar Viecher unterwegs. Ich gucke erstmal hier auf der Seite. Ob ich denn jetzt einen Lurker schaffe? Boah. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht dran probiert. Aber hier habe ich ja im Zweifel noch einen Feuerball dabei. Und die Warane, die ja sein müssten, die kann ich im Nahkampf schaffen. Die sind kein Problem. Da! Shit, ist eine Timing-Sache. Ist eine Timing-Sache, aber könnte ich hinkriegen. Könnte ich hinkriegen. Im richtigen Timing. Aber es ist natürlich sehr risikoreich. Wenn ich da jetzt einen Feuerball auf die Viecher drauf knalle, dann stirbt er auf jeden Fall so. Aber das könnte ich noch eher schaffen. Der kommt doch nicht hier hoch, oder? Oh, nevermind. Okay, ich habe gedacht, der schafft den Sprung hier auf den Felsen niemals. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Ich muss taktisch kämpfen. Schön auf Abstand halten. Gerade das Schwert scheint eine gute Reichweite zu haben. 100. 100 bringt so ein Lurker-Vieh sogar. Nice. Okay, also jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir so ein Level-Up sogar schon in dieser Folge schaffen können. Geh mal kurz auf Lurker-Jagd, ne? Bis gleich. Das ist jetzt noch mein Ziel, diese Folge. So, schön von dem anderen weglocken. Zwei schaffe ich dann doch nicht. Super easy. Ich habe eine höhere Reichweite als das Vieh. Guck mal, jetzt habe ich es doch schon bald. Nice, nice, nice. Oh, Blutfliegen ist jetzt eine ganz blöde Sache. Scheiße, jetzt bin ich tot. Nein, keine Blutfliegen jetzt. Bitte nicht. Mach ich euch alle eben. Mach ich alle tot. Oh ne, jetzt schaff ich's nicht mehr. Oh shit. Nein, jetzt schaff ich's nicht mehr. Oh mein Gott. Jetzt hab ich ein Problem. Oh boy. Oh. Alter Schwede, heute sind mehrere Herzstillstandssituationen hier aufgrund von akutem Hardcore-Nervenkitzel, als mir eigentlich lieb sind. Holy moly, da gönne ich mir da mal zwei Heiltränke. Ich glaube, die habe ich mir verdient. Oh. Geil. Die hätte ich mal eher trinken sollen, vielleicht was. Okay, sehr gut. Looten kann ich dir ja sowieso nicht, also habe ich jetzt hier auch nichts verpasst. Komm, das Level-Up schaffe ich jetzt noch die Folge. 1000 braucht man nur noch, ist da lächerlich. Das haben wir doch gleich. Wer hätte das am Anfang gedacht, dass ich jetzt in dieser Folge 4000 Erfahrungspunkte farme? Ja, so eine Folge muss es halt auch mal geben, ne? So eine Farming-Folge. Quasi so ein bisschen leveln gehen. Muss es auch mal geben, finde ich. Und dann werden wir es in der nächsten Folge werden wir so machen, wir werden Schlösser knacken Stufe 2 lernen. Und ich werde nochmal alle Lernpunkte, die ich zur Verfügung habe, auf geschickt ballern. Sodass die Dietriche hoffentlich nicht ganz so oft abbrechen. Und dann können wir auch mal die großen Kisten knacken. Und an den wertvollen Scheiß des alten Lagers rankommen. Das wäre ja wünschenswert. Wenn mir das dann gelingen würde. Das wäre ganz hervorragend. Hier haben wir noch eine Trollkirsche. Oh.
Dieser Ort hier eignet sich eigentlich hervorragend, um das alte Lager auszukundschaften, auszuspähen. Wisst ihr, was ich meine? So die Tore irgendwie im Auge zu behalten und ein bisschen so zu gucken, okay, wohin werden Truppen entsendet und so, wo sind Jäger vielleicht im Wald unterwegs, diese Nische hier. Ich stelle mir das richtig gut vor, wie man sich hier versteckt, so im Wald mit einem, ja, also hier so in Schleichposition am besten noch. Und dann sich hier so mit dem Feldstecher irgendwie dann hier auf die Pirsch legt und dann die wichtigen Wege quasi auskundschaftet. Sich hier auf den Bauch legt quasi, ne? Und sich hier auskundschaftet. Guckt, was geht da im alten Lager da hinten ab? Was wird über dem Marktplatz? Wer trifft sich dort? Was sind für Leute in der Burg unterwegs, auf den Burgmauern, auf dem Turm dort und so weiter? Bewegen sich irgendwelche Soldaten hier in den Wald oder sowas? Irgendwelche Truppenbewegungen beobachten? Das wäre eine gute Stelle, um hier quasi ein bisschen auszukundschaften, sich hier hinzulegen und quasi so ein bisschen das alte Lager im Auge zu behalten. So, die Warane, die bringen glaube ich auch, ich glaube 90 Erfahrungspunkte. Ich meine nicht ganz so viel wie so ein Lurker, aber nichtsdestotrotz genug, um jetzt noch eine Stufe aufzusteigen. Speichern ist angesagt. Komm mal her, Kollege. Die kämpfen zum Glück einzeln, also kann ich hier auch alle einzeln locken. Ja, 80 plus. Aber gut, 80 auch nicht übel. Ich dachte kurz, die schwimmen auf die andere Uferseite. Okay, Warane und Scavenger sind offenbar friedlich miteinander. Ey, die schwimmen tatsächlich rüber, krass. Guck mal, die treffen sich hier auf ein Blind Date. Na, der Schaden ist nicht zu unterschätzen, den die trotzdem machen können. Na komm, aber das sollte ich jetzt eigentlich hinkriegen. Halt ins Auge gehen können. Jetzt brauche ich nur noch nicht mal mehr 500. Nicht mal mehr 500. Dann habe ich's. Dann habe ich das Level up. Das schaffen wir jetzt noch. Mache ich jetzt ein paar Minuten länger, ist mir egal. Ist ja zu eurem Gunsten quasi. Wenn ich jetzt nachsitzen muss. Also was heißt muss, aber habe jetzt schon noch Bock, das jetzt diese Folge zu schaffen. Da drüben waren auf jeden Fall noch Blutfliegen. Die sollte ich mir schon noch holen. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Varan. Boah, die Situation hier drüben war auch gerade echt brenzlig gewesen. Wenn die so schön weit auseinander sind, ist super. Okay, sehr gut. Ah, es reicht noch nicht, nur die zu töten. Ich brauche schon noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Ah, da drüben sind noch Warane. Jetzt brauche ich weniger als 200 noch. Das heißt, zwei Warane noch umnieten. Oder, nee, drei muss ich schon noch machen. Aber die hole ich mir mal schnell hier noch. Cool, hier ist jetzt auch eine Brücke. Das ist ja geil. Oh, die Strömung. Soll mir egal sein. Oh, die hängen mir aber ein bisschen zu sehr auf einem Haufen. Die hängen mir ein bisschen zu sehr auf einem Haufen da. Könnt ihr euch mal bitte wieder ein bisschen entknubbeln da? Scheiße. So schaffe ich die nicht. Aber ich will den Feuerball nicht vergeuden. Komm schon, fauch mich an. Das ist super schlecht. Ja, einer ist cool. Sehr gut. Komm mal mit, mein Großer.
Komm, die zwei schaffe ich jetzt auch so, wenn die auf dem Haufen sind. Bin ich jetzt mal mutig. Da ist das Level Up. Nice. Haben wir's. Haben wir's in der Tisch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal Richtung altes Lager. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, werde ich dann, ja, Schlösser knacken, Stufe 2 lernen erstmal und alles den Rest auf Geschicklichkeit ballern. Und dann gibt's eine dicke Diebestour. Eine dicke Diebestour im alten Lager. Wir können schleichen, wir können die dicken Schlösser knacken und unser Verschleiß an Dietrichen wird hoffentlich nicht ganz so hoch sein. Denn davon gibt's auch nur sehr, sehr wenige in der Kolonie. Dietriche sind jetzt nicht so viel vorhanden. Was ist das denn hier? Das ist nur ein Stein, okay. Von daher muss ich halt wirklich mit den Dietrichen, die ich habe, arbeiten. Aber gut, ich kann mir auch vorstellen, dass von Kapitel zu Kapitel schon noch mehr Dietriche und ja, allgemein. Alter. Kranker Scheiß, ich habe gerade irgend so einen heftigen Windzug an meinem Bein gespürt. What the fuck? Dabei ist mein Ventilator aber aus. Krass. Habe ich mich jetzt kurz erschrocken. Gut, dass ich jetzt nicht wie ein Mädchen geschrien habe. Aber gut, das wäre ja bei mir auch nichts Neues irgendwie. Also, ich schreie gerne mal wie Mädchen. Das Ding ist nur, ich kann während der Aufnahme nicht den Ventilator anmachen, weil das hört man, glaube ich. Ich habe jetzt auch keine Testaufnahme gemacht, aber das sind halt schon wieder 30 Grad. Und Fenster aufmachen kann ich halt auch nicht während der Aufnahme, weil wenn ihr mal ein Auto vorbeiheizt oder ein Motorrad oder sowas, hört man das einfach. Das will ich halt schon irgendwie verhindern. Deshalb mache ich da eigentlich immer zu. Deshalb war ich jetzt ungewöhnlich, also war jetzt sehr überraschend. Vielleicht, keine Ahnung. Gut, oder spukt hier natürlich, das kann natürlich auch sein. So. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir gerne auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, nächste Folge, altes Lager ausrauben. Macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.